nun für die Deutsche Eislauf-Union beim Originaltanz Carolina und Daniel Herrmann. Die eine prima Künstlerpie aus Eislauf kam mir sicherlich zugute, dass der Komponist, Erfinder des Künstlers, nämlich Martin Skornitschki, jetzt offiziell auch Eistanz-Bundes, ne? Noch ein bisschen Fittiche genommen hat vorher. Das war eine glückliche Fügung. Deutschen Meister. Ja, internationale Feuerprobe bei diesen Europameisterschaften, natürlich für viele überraschend, für die beiden sicherlich auch. Der Auftakt an Künstler war gut. Wie war der Originaltanz? Sehr gut durchgekommen, alle Elemente waren in Ordnung. Die beiden sind jetzt in einer glücklichen Situation. Die hinter ihnen sind stark gelaufen, die vor ihnen haben Fehler gemacht. Also es kann jetzt wirklich in eine oder die andere Richtung gehen. Ich glaube, dass die Krasnarasowa Suez im Originaltanz schlagen werden, das Paar, das vor ihnen liegt. Aber sie könnten eben auch gegen die Litauer Kopelli Stagnionias verlieren, weil die haben wirklich enorm gekriegt, vor allen Dingen in den Elementen. Also das wird jetzt ganz, ganz interessant, in welche Richtung es geht. Ja, in welche Richtung es insgesamt gehen soll, während wir hier Vitali Sinitsin und Vitali Schulz und Rostislav nach Sinitsin sehen, jetzt hätte ich beinahe die Vornamen, ihnen neue Vornamen gegeben, hätten sie auch damit leben müssen. Hätten sie damit leben müssen, ja, man wird durchaus mal umgetaucht. Ja, aber Spaß beiseite, Vitali Schulz hat wirklich gute Arbeit geleistet bei den beiden, hat genau den richtigen Ton, genau den richtigen Charakter der Musik, die Richtung gefunden, die für die beiden passt, der Erfolg spricht für sich. Und naja, die beiden profitieren natürlich vom Auswahl von Domina Schabalin, sind jetzt schon 13. Also die WM-Qualifikation, denke ich, ist in Sack und Tüten. Die Frage ist, können sie vielleicht auch noch ein
Platz hier mit dem Original Sun gewinnen. Dann in jedem Fall jetzt schon tolles Jahr für Carolina und Daniel Herrmann, wenn ihnen das am Jahreswechsel jemand gesagt hätte, dass sie bei den Europameisterschaften dabei sind und dann vielleicht sogar auch noch nach Los Angeles fahren können. Sie hätten hätte das niemals geglaubt. Wie immer schön, dass es solche Geschichten noch gibt und vielleicht hat das auch Signalwirkung auf andere Paare, vielleicht auch auf dein Paar, dass man sagt, man kann es schon erreichen, man kann es schon schaffen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben deutsche Paare. Kohlrabi. Auch Shigan Shinagashi darf man nicht vergessen. Die beiden sind auch auf dem Niveau wie Herrmann Herrmann und können es auch an selber Stelle im nächsten Jahr durchaus noch schaffen. Wie sieht es aus? 5. Platz. Leider verloren. Ja, verloren. Ja, genau das ist passiert, was ich befürchtet habe. Nur den 6. Originalstand bekommen, wenig in den Elementen, da muss man mal schauen, woran es lag. An der Pirouette und an den Schlüssel.